Heute bin ich im SPZ Fuhlsbüttel unterwegs. Hier werde ich gleich die Fachbereichsleitung Iris Fischer treffen. Außerdem werde ich noch ihre Kollegin Tatjana Leipersberger interviewen. Vielleicht könnt ihr schon ein bisschen hören, wir sind hier direkt im Fuhlsbüttler Zentrum, direkt an der Hummelsbüttler Landstraße. Deswegen haben wir uns für unser Interview ein etwas ruhigeres Plätzchen gesucht. Sehr gerne. Mein Name ist Iris Fischer. Ich bin Fachbereichsleiterin des Sozialpsychiatrischen Zentrums Fuhlsbüttel-Anleger 7. Ich bin seit ca. 17 Jahren im Unternehmen, habe selbst jahrelang als Bezugsbetreuerin gearbeitet. Das SPZ Fuhlsbüttel mit seinem Anleger 7 bietet ambulante Unterstützungsleistungen an für Menschen mit einer psychischen Erkrankung und vereint mit unserer neuen Kontakt- und Anlaufstelle, dem Anleger 7, weitere Freizeit- und Kulturangebote unter einem Dach. Die ambulanten Unterstützungsleistungen beziehen sich auf Menschen mit einer psychischen Erkrankung mit eigenem Wohnraum. Wir betreuen aber auch Menschen mit einer psychischen Erkrankung in unseren Wohngruppen bzw. Einzelapartments. Unsere Wohngruppenarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass wir zum einen sehr junge Menschen betreuen im Alter von 21 bis 30, 35 Jahren. Im Gegenzug dazu haben wir aber auch Wohngruppen für eher ältere Menschen mit einem eher chronifizierten Krankheitsverlauf, häufig auch mit Pflegebedarf. Hervorheben möchte ich auch, dass wir seit vielen Jahren hier im Stadtteil Fuhlsbüttel ansässig sind. Wir sind allerdings im Februar diesen Jahres umgezogen, und zwar in die Hummelsbüttler Landstraße 7. Mit dem Umzug ist unsere neue Kontakt- und Anlaufstelle der Anleger 7 entstanden. In Kooperation mit unserer Familienhilfe bieten wir im Anleger 7 unterschiedliche Beratungs- und Gruppenveranstaltungen an, rund um das Thema Familie, Kinder und Jugendliche. Aber darüber hinaus haben wir auch diverse Kultur- und Freizeitveranstaltungen zur Verfügung, zwar für alle interessierte Personen in diesem Stadtteil. Das können kleinere Musikveranstaltungen sein, Lesungen, Museenbesuche, Ausflüge. Wir sind sehr froh darüber, dass wir jetzt mit dem Anleger 7 am Start sind, dass wir verstärkt in den Stadtteil Fuhlsbüttel hineingezogen sind, weil so sind wir tatsächlich für alle Menschen im Stadtteil sichtbar und ansprechbar. Und ich möchte an dieser Stelle einfach jeden dazu einladen, einfach mal vorbeizuschauen, sich unsere Räumlichkeiten anzuschauen. Wenn es ein Beratungsangebot gibt, stehen wir gerne zur Verfügung und natürlich an unseren Veranstaltungen teilnehmen, wenn die Pandemie es wieder zulässt. Darüber hinaus haben wir in unserer Einrichtung ein Projekt, das nennt sich Engagiert und inklusiv, zu dem meine Kollegin Frau Leipersberger gleich Näheres erzählen wird. Ich bin Tatjana Leipersberger. Ich bin von Hause aus Sozialarbeiterin und promovierte Erziehungswissenschaftlerin. Ich bin unter anderem in der Bezugsbetreuung tätig, habe aber auch noch andere Aufgaben. Zum Beispiel betreue ich mit 5 weiteren Kollegen standortübergreifend die Koordinationsstelle Wohngemeinschaften. Und dann habe ich hier am SPZ Fuhlsbüttel, und das ist mir ein besonderes Herzensprojekt, das Projekt Engagiert und inklusiv. Bei dem Projekt geht es im Kern darum, dass unsere Klienten, die ja dann zu Freiwilligen werden, dass die dabei unterstützt werden, in ein freiwilliges Engagement zu kommen. Und Grundgedanke und Leitgedanke dieser Idee ist, und so steht es auch im Leitbild der Stiftung, dass jeder Mensch, also auch Menschen mit Beeinträchtigungen, bei uns psychisch erkrankte Menschen, dass die Fähigkeiten und Talente haben, die anerkannt und gefördert werden wollen. Kommt dann zu uns und wir gehen konsequent von den Stärken und Fähigkeiten der Freiwilligen aus und fragen, was macht ihnen so richtig Freude? Und dann suche ich gemeinsam mit diesem Freiwilligen, dieser Freiwilligen einen Ort, der möglichst optimal zu den Vorstellungen des oder der Freiwilligen passt. Und mit engagiert und inklusiv findet sozusagen ein Perspektivwechsel statt.
Der Freiwillige ist nicht länger der hilfebedürftige Psychiatriepatient, sondern er oder sie ist plötzlich, erlebt sich als kompetent und in der Lage, für andere etwas zu tun, anderen zu helfen. Und wir finden, das ist eine ganz tolle Sache, und wir haben jetzt auch gerade eine ganz neue Broschüre herausgegeben für Nachahmer, die das auch machen möchten. Da drin finden sich eine Menge Tipps und Hinweise. Da ist auch meine E-Mail-Adresse angegeben. Also wenn das jetzt jemand sieht und sagt, super Idee, das möchten wir auch machen, schreiben Sie mir gern. Ich freue mich. Ich sage Ihnen alles, was ich weiß.